Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Garten-YouTuber-Adventskalender. Auch dieses Jahr findet der Kalender wieder statt, darüber freuen wir uns sehr und es ist tatsächlich das 6. Jahr, in dem wir ihn schon realisieren können. Auch dieses Jahr war es wieder eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Max von der Gartenkanal. Falls ihr ihn noch nicht kennt oder das Video von ihm noch nicht gesehen habt, er eröffnet den Adventskalender jedes Jahr mit dem ersten Türchen. Und den Link dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video, denn da in der Beschreibung sind alle teilnehmenden Kanäle direkt verlinkt. Und naja, wenn ihr kein Türchen verpassen wollt, dann abonniert doch einfach direkt alle. Und ihr habt nicht nur erhöhte Gewinnchancen, sondern euer Repertoire an Garten-YouTube-Kanälen in eurer Abo-Box erweitert. Unseren Garten-YouTuber-Kollegen möchten wir an dieser Stelle auch einen weihnachtlichen Gruß schicken, egal ob sie es dieses Jahr geschafft haben, teilzunehmen oder eben auch nicht. Wir freuen uns, dass hier die Community auch größer geworden sind, dass innigere Verbindungen entstanden sind. Das ist eben total normal. Und was uns auch super freut, ist, dass einige von unseren Kollegen, die am Anfang vor ein paar Jahren noch gesagt haben, ach, Winter, Gemüse im Winter anbauen, das ist gar nicht so sehr unser Ding, auch dieses Feld für sich entdeckt haben. Denn als Selbstversorger, als Hobbygärtner ist es doch ein Traum, wenn man sein Grün, sein Garten das ganze Jahr über mehr oder weniger nutzen kann. Aber Garten-YouTuber alleine sind es ja eben nicht. Natürlich freuen wir uns, wenn wir zusammenkommen und wir haben auch viel Spaß, aber die Videos machen wir nicht nur für uns untereinander und auch für uns selber als Doku, sondern eben auch für euch, für die Community, für den Austausch, für die Inspiration und die Tipps, denn das ist das, worum es geht. Wir möchten euch mit diesem Garten-YouTuber-Adventskalender Dankeschön sagen und so ein bisschen den weihnachtlichen Gartenzauber nach Hause bringen und auch den Gedanken Grow Your Own. Bei jedem der drei Gewinnerpakete ist natürlich auch noch eigenes Saatgut dabei. Und zwar drei Tütchen. Einmal ist es die Yellow Cherry, eine köstliche Kirschtomate. Dann ist es Saatgut von der Luffergurke, die kennt ihr mit Sicherheit. Und es ist einmal Saatgut von der Fleischtomate Cleota Pink, eine absolute Rarität. Und zu dem eigenen Saatgut kommt noch dazu, bei einem Gewinn haben wir einmal einen Pflanzenstecker für Dill. Dann haben wir ein Pikierstäbchen aus unserem Hause dabei. Natürlich auch noch Saatgut und zwar eine komplette Box vom Wurzelgemüse. Also alles, was wir im Sortiment an Wurzelgemüse haben, ist dabei. Und dabei ist dieses wunderschöne Notizbuch. Das hat die Heidi selber gemacht. Wir haben es bei uns im Sortiment und wir dürfen jetzt eins verlosen. Lieben Dank, liebe Heidi. Es ist nicht nur mit viel Liebe gearbeitet, es ist auch wunderschön. In der Hand liegt es. Es hat ja viele Funktionen. Hinten ist auch noch so eine Buchtasche drin. Also es ist wirklich ein richtiges Schmuckstück und für die, die Bücher lieben, die wissen das zu schätzen. Bei dem zweiten Paket sind neben dem eigenen Saatgut unser eigenes Buch, die Gartengemüseküche, dabei. Auch wieder ein Pflanzenstecker vom Dill. Die komplette Box unserer Kräutersamen, die wir in unserem Sortiment haben. Und was natürlich nicht fehlen darf, ein Pikierstäbchen. Beim dritten Gewinnerpaket kommt zum eigenen Saatgut wieder ein Pikierstäbchen hinzu. Unser Aussaatkalender, ein Pflanzenstecker für den Dill und das Saatgut aus unserem Sortiment. Alle Tomaten, die wir euch letztens in dem Video vorgestellt haben, die man unbedingt mal ausprobiert haben muss. Wenn ihr eins dieser drei Pakete gewinnen möchtet, dann müsst ihr einfach nur unter dieses Video einen Kommentar absetzen und uns erzählen, was euer super Tipp für ein DIY, also ein Do-It-Yourself Weihnachtsgeschenk aus dem Garten ist. Zum Beispiel ist es vielleicht eigener Tee mit eigenen Blüten aus dem Garten oder schöne Karten mit gepressten Blüten oder sowas oder vielleicht auch was ganz anderes. Überrascht uns und schreibt euren Tipp unter dieses Video in die Kommentare und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Bis Ende Dezember könnt ihr teilnehmen und wir werden am 1.1. auslosen und die Gewinner in unserem Gartenrundgang Januar bekannt geben. Wir drücken euch die Daumen und freuen uns über eure Teilnahme. Bei euch möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für die Community, für den Austausch und besonders bedanken möchten wir uns für unsere Zuschauer, die schon so lange dabei sind. Wir können euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Wenn alles glatt geht und unsere Träume in Erfüllung gehen, dann wird es die nächsten 1, 2, 3 und auch die weiteren Jahre bei uns richtig spannend werden und auch eben richtig spannend auf unserem YouTube-Kanal. Wir wünschen euch noch eine schöne, erfreuliche und besinnliche Adventszeit und vergesst nicht, in die Infobox unter diesem Video zu schauen, wer morgen dran ist und auch die nächsten Tage. Also macht es gut, frohe Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!